Angesichts dieser Bilder und Ihrer Geschichte fällt einem schön, dass Sie da sind, natürlich schwer. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Mut haben, bei uns zu sein. Schönen guten Abend, Marie-Christine Ostermann. Danke für die Einladung. Ja, und wir begrüßen die Bundesgeschäftsführerin der Opferschutzorganisation Weißer Ring, Bianca Bieber. Schönen guten Abend. Danke schön. Jetzt haben Sie gerade geschildert, Sie haben Angst und trotzdem wirken Sie in dem Film so wahnsinnig gefasst. Wie gelingt Ihnen das? Das ist mit Sicherheit meine Lebenseinstellung. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich lasse mir auch mein Lebensglück von einem Stalker nicht zerstören. Und ich schlage zurück. Ich wehre mich dagegen. Ich nehme das nicht so hin, sondern ich tue alles in diesem Rechtsstaat, was mir möglich ist, um mich dagegen zu wehren. Und nach 7 Jahren lernt man dann auch irgendwie damit umzugehen und trotzdem sein Lebensglück zu behalten. Und in welchen Momenten ist das Gefühl der Angst am stärksten? Zu Beginn, als alles neu war, war das natürlich am extremsten. Ich erinnere mich, wie ich diese E-Mail bekam, die aufpoppte, wo eine blutüberströmte, abgehackte Frau mit abgehacktem Kopf erschien. Ich war unterwegs auf eine Geburtstagsfeier. Die Reise habe ich abgebrochen. Ich bin direkt zur Polizei gefahren, die mir dann aber leider sagen musste, dass das halt nur E-Mails wären und aufgrund der aktuellen Gesetzeslage sie mir nicht helfen könnten. Sie haben sich wegen des Stalkers aber vor Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ja. Trotzdem sind Sie heute hier bei uns. Dieser Schritt, der braucht wahrscheinlich wahnsinnig viel Mut. Warum gehen Sie den und machen Sie das? Ich habe einfach gemerkt, dass ich ansonsten keine langfristige Lösung habe. Ich kämpfe seit 7 Jahren. Ich habe erwirkt über das Gewaltschutzverfahren, dass er insgesamt 2 Jahre in Haft geht. Aber es sind wahnsinnig viele Fehler passiert. Beispielsweise gab es einen Haftbefehl und der Stalker ist 1,5 Jahre gar nicht verhaftet worden. Er hat aus der Haft heraus mir weiter geschrieben und auch das Amtsgericht hat einen Fehler gemacht und meine private Adresse ihm zugänglich gemacht, was die ganze Sache noch verschlimmert hat. Und ich merke einfach, dass diese Öffentlichkeit einmal mir einen zusätzlichen Schutz gibt, weil ganz Deutschland da jetzt mit drauf guckt, was da passiert. Und ich habe auch gemerkt, dass es eben wahnsinnig viele andere Betroffene auch noch gibt, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und es trauen sich eben nicht alle, darüber zu sprechen. Aber es ist ein großes Problem, was in die Öffentlichkeit gehört in Deutschland, was verbessert werden muss. Frau Bieber, wir haben gerade diese unglaubliche Menge an Briefen und Bildern gesehen. Entscheidend für die Verurteilung ist ja, dass das über einen ganz langen Zeitraum auch gesammelt wird. Warum ist das so wichtig? Es ist das Problem dieses Tatbestandesnachstellung, dass eben bislang immer erforderlich ist, diese Beharrlichkeit zu dokumentieren, eben diese Aneinanderreihung von vielen Einzeltaten. Weil die einzelnen Taten an sich nicht wie eine E-Mail an sich nicht ausreichen. Ja. Wobei ich jetzt wirklich diesen Fall von Frau Ostermann extrem außergewöhnlich finde und extrem in dem Ausmaß finde und mich wirklich wundern muss, dass das auch nach alter Rechtsprechung, nach alter Gesetzeslage nicht ausreicht. Aber es ist eben grundsätzlich immer wichtig, die Dokumentation zu haben und auch wirklich nachzuvollziehen, damit der Polizeibeamte, der eine Anzeige entgegennimmt, nachher auch wirklich nachvollziehen kann, dass es über diese vielleicht normal ein bisschen lästige Kontaktaufnahme hinausgeht. Wie gesagt, bei Frau Ostermann finde ich das außerhalb jedweder Diskussion. Da ist natürlich die Frage, aber wie lange, also wenn wir hier über einen Zeitraum gehen, wie lange kann man das so jemandem zumuten wie Frau Ostermann? Also die 7 Jahre sind für mich tatsächlich unvorstellbar. Ich finde auch mit 2-mal Gewaltschutzgesetz, 2-mal Verstoß dagegen. Der Weiße Ring fordert schon lange bei Verstoß gegen Gewaltschutzgesetz, dass man beispielsweise mit dem Mittel der elektronischen Fußfessel arbeitet. Man muss sich ja vorstellen, dass das Opfer in permanenter Angst lebt. Jetzt kommt auch der Täter wieder raus im April. Frau Ostermann weiß nicht, steht er irgendwann vor der Tür. Wir wissen auch, dass solche Intensivstalker unberechenbar sind und das ist eine Spirale ist, die eben auch irgendwann zur physischen Gewalt werden kann. Und ich glaube, das ist auch unser Problem in Deutschland. Wir nehmen die psychische Gewalt nicht ernst genug. Also es wird immer gewartet, bis irgendwann mal die Tat, die Körperverletzung, die schwere Straftat ergibt. Und dann sind das in Gänsefüßchen spektakuläre Fälle, die in die Öffentlichkeit kommen, dass aber schon diese psychische Gewalt, wie wir es jetzt geschildert bekommen haben, das Leben eines Menschen
verändert, in Ihrem Fall aufgrund Ihrer wirklich großen Standhaftigkeit nicht zerstört, aber es hat das Potenzial, Ihr Leben zu zerstören. Es hat das Potenzial, dass Sie sich nicht mehr frei bewegen. Das muss sich ändern. Sie haben ja jetzt, und das ist die gute Nachricht, eine App entwickelt, zusammen mit dem Weißen Ring, um ja, Stalking-Opfern eine Rettung zu geben. Und wie genau diese App funktioniert, das zeigen wir Ihnen gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind zurück bei Zervakis und Oppenhövel live auf ProSieben. Wir sprechen über das Thema Stalking mit Marie-Christine Ostermann und mit Bianca Biewer vom Weißen Ring. Genau, und Frau Ostermann hat uns erzählt, wie zermürbend ihr Kampf ist um die eigene Freiheit. Denn Sie werden seit 7 Jahren von einem Mann gestalkt, der jetzt bereits zum 2. Mal in Haft sitzt. Vielleicht können Sie uns noch mal erzählen, wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass dieser Mann Ihr Leben ja fundamental verändert hat? Das habe ich sehr schnell gemerkt. Das begann im Jahr 2014, als ich noch Landesschatzmeisterin der FDP in NRW war. Und er fing an, mir E-Mails zu schreiben. Er hat mir vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben. Diese Anfrage habe ich abgelehnt. Und dann hörte er einfach nicht auf. Er schrieb immer weiter. Dann habe ich noch einmal geschrieben, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Haben Sie Verständnis, dass ich keine Zeit habe, Ihre E-Mails zu lesen und zu bearbeiten? Und dann fing er an, massenhaft E-Mails zu schreiben. Insgesamt 2280 Mails und Unmengen an Post und Paketen. Und da wusste ich natürlich sehr schnell, das ist Stalking. Und wie wütend hat es Sie gemacht, gerade in dieser Zeit, dass quasi Polizei, Justiz keine Möglichkeiten haben, Stalking-Opfer wie Ihnen zu helfen? Gerade wenn die Stalker so perfide vorgehen. Ich war einfach sehr, sehr frustriert, weil ich Unmengen an Energie, an Zeit, an Kraft und an Frust aufwenden musste, um mein Ziel zu erreichen, den Stalker hinter Gitter zu bringen. Ich habe versucht, eine Strafanzeige zu machen bei der Staatsanwaltschaft. 3 Mal habe ich das versucht. Ich bin jedes Mal gescheitert. Es wurde gesagt, das wäre keine Nachstellung. Es sei kein schwerwiegender Eingriff in meine private Lebensführung. Obwohl ich umgezogen bin, obwohl ich Angstzustände hatte, Tinnitus und Schlafstörungen, wurde mir alles bescheinigt. Das hat alles nicht ausgereicht. Und es hat sich natürlich auch sehr, sehr langwierig hingezogen. Und wenn es dann mal einen Haftbefehl und eine Verurteilung gab, dann hat es sich Jahre hingezogen, bis diese Haftstrafe überhaupt vollstreckt wurde und der Stalker überhaupt hinter Gittern gebracht wurde. Und wie viel Geld hat Sie das gekostet? Das hat sehr viel gekostet. Dazu muss ich sagen, dass es ja wirklich Massen an Post waren, die alle bearbeitet werden mussten vom Anwalt. Ich musste umziehen und ich hatte massive gesundheitliche Auswirkungen, sodass ich insgesamt Kosten von rund 40.000 Euro hatte seit dem Jahr 2014. Wahnsinn. Was hat das alles mit Ihrer Psyche auch gemacht? Sie haben gesagt, Tinnitus, also Sie wurden quasi krank, aber konnten Sie noch schlafen? Was hat das für Auswirkungen gehabt auch auf Ihr Privatleben? Ich hatte zeitweise massive Angstzustände und auch immer wieder Phasen und Momente, wo alles sehr, sehr schwarz war, wo ich wirklich extrem in Panik und auch frustriert war. Aber ich bin halt vom Naturell ein Mensch, der sich zusammenreißt, der auch immer weiterkämpft, der auch glücklich sein möchte. Ich weiß, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte das glückliche Leben können. Und ich bin einfach eine Kämpferin und ich habe mich einfach immer auch massiv gewehrt gegen diese Angriffe und bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe und bin stolz darauf, dass er immerhin insgesamt 2 Jahre im Gefängnis sitzt. Jetzt ist es aber so, dass er im April nächsten Jahres rauskommt. Wenn Sie daran denken, wie geht's Ihnen dann? Da geht es mir gar nicht gut bei dem Gedanken, weil nach der letzten Haftstrafe, die ungefähr 1 Jahr gedauert hatte, hat er einfach danach weitergemacht. Als wäre nie etwas gewesen. Und deswegen weiß ich, dass ich damit rechnen muss, dass es auch im nächsten Jahr vielleicht wieder so weitergeht. Aber ich weiß auch, ich habe Ihnen ja gesagt, also 40.000 Euro ist auch wahnsinnig viel Geld. Rechtsanwälte zu beschäftigen, das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und ich wäre einfach froh, wenn der Rechtsstaat die Opfer besser schützen würde, dass alles nicht so teuer wäre, aber es auch deutlich zeitnaher passieren würde, dass es einfacher ist, jemanden vor Gericht zu bringen, dass es einfacher wird zu sagen, das ist Nachstellung, dass jemand schneller ins Gefängnis geht und Haftstrafen auch deutlich schneller dann auch vollstreckt werden. Und wie bereiten Sie sich auf diesen Tag vor? Haben Sie irgendwie schon eine Strategie für sich entwickelt?
Also die beste Strategie, die ich entwickeln konnte, wofür ich auch seit über 2 Jahren kämpfe, ist wirklich das Thema bundesweit in die Medien zu bringen. Das ist mir jetzt endlich gelungen, da bin ich sehr froh. Dadurch habe ich jetzt auch so tolle Initiativen wie den Weißen Ring kennengelernt oder auch SOS Stalking Berlin. Das kannte ich vorher alles nicht. Das hat mir vorher auch niemand gesagt, dass es sowas gibt. Und natürlich werde ich mich auch an diese Organisationen wenden, damit ich Hilfe habe und weiß, wie es dann weitergehen wird in einem Jahr. Frau Bieber, was kann Frau Ostermann tun, wenn der Stalker, wenn er wieder rauskommt, genau dort weitermacht? Also zum einen ist es das ganz Wichtige, was Sie auch tun, das Netzwerk um sich zu scharen, um zu schauen, was jetzt passiert. Ich gehe auch davon aus, von allem, wie Sie das geschildert haben, trotz zweimaliger Haftstrafe nach dem Gewaltschutzgesetz keine Änderung des Verhaltens zu erwarten sein wird. Denn wir wissen als Weißer Ring normalerweise, in 80% der Fälle reicht schon relativ am Anfang eine Gefährderansprache durch die Polizei, um das Verhalten des Täters zu verändern. Hier scheint gar nichts wirksam zu sein, nicht mal eine Haftstrafe. Insofern ist wahrscheinlich zu befürchten, dass der Täter unter Umständen weitermacht. Eine politische Forderung, die wir als Weißer Ring haben, um den Opfern Frieden zu schenken, zumindest solange sie die Sicherheit haben, dass der Täter nicht physisch bei ihnen ist, wäre die Forderung nach der elektronischen Fußfessel. Etwas anderes ist auch, dass es gibt ja jetzt die Reform dieses Nachstellungsparagrafen, in dem auch der Strafrahmen erhöht wird und dass man da über diese Klausel auch schaut, ob man zum Beispiel wirklich mal über diese Bestrafung nach dem StGB und auch über Sicherungsverwahrung nachdenkt. Weil ich glaube, bei Frau Ostermann ist das ein solch intensiver Fall, wenn der als Beispiel nicht für eine besondere Auswirkung und Ausmaß, Ausprägung reicht, dann kenne ich keine anderen Fälle, die reichen. Jetzt haben Sie gerade schon die Strafbarkeitsschwelle erwähnt, die gesenkt worden ist durch den Bundestag. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden, hat sich aber dadurch nicht viel verändert oder doch schon? Also ist es greifbarer geworden? Also es ist niedrigschwelliger geworden, weil jetzt eben diese Beharrlichkeit, das sind natürlich alles keine festen Rechtsbegriffe. Das heißt, die müssen noch ausgelegt und interpretiert werden dann vor Gericht. Aber diese beharrliche Nachstellung, die eine hohe Hürde war für das Stalking-Opfer, wird ja jetzt ab Oktober zu dem Wiederholten. Das heißt, wir gehen davon aus, also nach der Begrifflichkeit ist das schneller nachweisbar. Wichtig wird aber auch da sein, Nachstellung ist immer eine Vielzahl von geringeren Einzeltaten, die eben in der Summe zur Straftat werden. Und deswegen ist immer ganz wichtig, das wirklich alles zu dokumentieren, nachzuweisen, um eben, wenn man damit zur Polizei geht, nachweisen zu können, es geht eben um eine wiederholte Nachstellung. Es ist auch mit einer Gefährdung der eigenen Person oder zumindest mit auch Auswirkungen, und wir haben das gehört, durch die psychische Belastung eine Auswirkung auf den eigenen Körper, auf die Psyche, auf Gesundheit, auf alles zu rechnen. Und dafür haben Sie eine App entwickelt. Ja, das ist richtig. Zeigen Sie uns mal, was die kann und was so wichtig ist. Also wichtig ist eben diese Dokumentation. Wichtig ist auch, damit die gerichtssicher ist, dass die nicht mehr verfälscht werden kann. Also um nachher wirklich vor Gericht beweiskräftig Bestand zu haben, muss sie so festgehalten werden, dass nachher keine Zweifel an der Echtheit dieser Dokumentation entstehen. Und dadurch haben wir in dieser No-Stalk-App als Vereinfachung für Opfer entwickelt, dass man beispielsweise, ich zeige Ihnen das auf dem Bild, dass man beispielsweise hier, wenn man eine bedrohliche Situation sieht, diese per Video Aufnahmen nehmen könnte, dann wird das hier gespeichert, indem ich das eben dokumentiere. Und in dem Moment, in dem ich das dokumentiere, ist das automatisch hier unten Video erfolgreich aufgenommen, so gespeichert, dass ich daran auch nichts mehr ändern kann. Das Gleiche gilt für Fotos, für Audios. Also es ist immer direkt gespeichert, auch wichtig, nicht auf dem Handy, sondern auf einem Server in Deutschland. Das heißt, auch wenn zum Beispiel der Täter in 75% der Fälle bei Stalking kennt das Opfer den Täter in irgendeiner Form, zum Beispiel auf das Handy oder auf die Einrichtung Zugriff nehmen würde, könnte auch ein Täter nichts mehr daran verändern. Ich kann auch Dokumentationen machen, ich kann Vorfälle mit eigenen Anmerkungen versehen. Ich habe auch Hilfefunktionen, also wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und Angst hätte, weil mir der Stalker irgendwo begegnet, kann ich hier über die Polizei oder Weiße Ring Notruf oder auch eine SMS absenden an meine Bekannten. Und warum ist das so wichtig, dass man das nicht mehr verändern kann? Ich muss beweisen, wenn es jetzt wirklich zur Anzeige kommt, zum Gerichtsverfahren, zum Strafverfahren, muss ich diese Nachstellung letztlich ja beweisen als Opfer.
Und in dem Moment, in dem wir das hier gerichtsfest so dokumentiert haben, dass es dem Opfer nicht mehr möglich ist und auch keinem sonstigen, also auch uns als Weißer Ring, als Entwickler nicht mehr, es kann niemand mehr auf diesen Datensatz zugreifen. Das heißt, das Gericht hat eben die Beweissicherheit zu sagen, so war der Sachverhalt, wie er abgespeichert wird. Da konnte jetzt keiner mit, ich übertreibe mal mit Photoshop, mit ein bisschen irgendwie die SMS verändern, die Inhalte kopieren, vergrößern, den Sachverhalt schlimmer darstellen, als er ist. Und wir haben auch die Erfahrung jetzt, die App ist ja noch nicht so alt, wir haben aber jetzt die Erfahrung, dass tatsächlich die ersten Gerichtsprozesse auch aufgrund dieser Dokumentation und der Beweiswürdigung tatsächlich erfolgreich für das Opfer durchgeführt werden. Wie viele Menschen konnten Sie damit schon helfen? Können Sie uns da eine Zahl nennen? Also im Moment sind wir so ungefähr bei 20.000 Menschen, die diese App nutzen. Das ist natürlich, wenn Sie über die Dunkelziffer nachdenken, die in Deutschland bei 600.000 bis 800.000 Menschen im Jahr liegt. Also das heißt, bei 12% der Menschen wird einmal im Leben gestalkt in Deutschland, was ja gewaltig ist, wenn man sich das überlegt. Und nur 3% angezeigt werden. Also da ist unser Ehrgeiz als Weißer Ring noch wesentlich mehr zu erreichen, damit wesentlich mehr Opfer zu ihrem Recht kommen. Und dafür danke ich auch persönlich Frau Ostermann ganz extrem. Ich weiß, wie schwer das ist, weil das ist eine sehr schambehaftete Delikt. Das Opfer fühlt sich schuldig. Auch das ein ganz großer Appell. Das Opfer ist egal, wie, ob es den Täter kannte oder nicht, nie schuld. Aber es ist ein schambehaftetes Delikt. Insofern ist das Zeug das von extremem Mut. Und ich weiß, dass es vielen anderen Stalking-Opfern sehr große Hilfe ist, dass sie vorangehen. Vielen Dank. Und deswegen bedanken wir uns sehr, dass Sie da waren. Ja. Vielen Dank. Marie-Christine Ostermann und Bianca Biewer. Alles Gute. Danke.